Lektion 293. Alle Angst ist vergangen und nur die Liebe ist da. Und dass das unsere Wirklichkeit ist, das wahrzunehmen, den Trennungsgedanken in uns, diese Idee loszulassen, erlöst sein zu lassen, vergeben sein zu lassen und in dieser Wirklichkeit, und das wird ja auch in der Wirklichkeit, was ist die wirkliche Welt beschrieben, die wirkliche Welt birgt ein Gegenstück für jeden unglücklichen Gedanken, der in deiner Welt gespiegelt wird, und eine sichere Berichtigung für die Anblicke der Angst und für das Schlachtgetöse, die deine Welt enthält. Die wirkliche Welt zeigt eine Welt, die anders gesehen wird, mit ruhigen Augen und mit einem Geist, der in Frieden ist. Dort ist nichts als Ruhe. Und in dieser Ruhe sind wir in der Gegenwart, in der Gegenwärtigkeit, in der Lebendigkeit Gottes. Dort ist die Angst vergangen. Die Angst vor Verlust, weil wir uns nicht mehr getrennt von Gott wahrnehmen, weil wir gar nichts verlieren können, weil wir alles vollkommen erfüllt in uns, weil wir sind, wie Gott uns schuf. Und danke. Und in dieser Liebe zu sein und auszudehnen und nichts anderes mehr an Wahrnehmung mit allen zu teilen, teilen zu wollen. Wirklich nur noch in unserem Denksystem, im Heiligen Geist zu sein, in unseren wirklichen Gedanken, in denen wir alle frei in Gott sind. Und all diese Ideen von Zeitraum, die wir ja immer wieder, wenn wir uns für die Trennung in unserem Denken entscheiden, diesen Gedanken nach außen projizieren und damit der Wahrnehmung zu beweisen suchen, das vergeben sein zu lassen, wirklich zu erfahren und, was ich auch in meinem Geist bemerke, wirklich so bereit zur Korrektur zu sein. Hey, natürlich will ich vergeben. Ich will die Vergangenheit nicht mehr wirklich da sein lassen als Referenz für meine Entscheidung. Ich will der Angst, dem Urteil in mir nicht länger glauben und vertrauen, sondern ich will vertrauen und erfahren und wahrnehmen, dass wir alle sind, wie Gott uns schuf. Und dass darin erinnert zu sein, wirklich unser größtes Glück hier ist, in dieser Inspiration, in dieser Schöpfung, in dieser Kreativität. Und das Gebet: Vater, lass deine heilige Welt heute sich nicht meiner Sicht entziehen. Lass auch nicht meine Ohren taub sein für all die Dankeshymnen, die die Welt unter den Geräuschen der Angst singt. Es gibt eine wirkliche Welt, welche die Gegenwart sicher vor allen vergangenen Fehlern bewahrt. Und nur diese Welt möchte ich heute vor meinen Augen sehen. Wow, und danke. Und danke, und wir lassen uns ja so gesehen belehren, dass es keine Sünde, keine Schuld gibt. Und dass es nur hier gibt, Fehler gibt.
Und wenn wir diese nicht verstecken und berichtigen lassen, wirklich gegenwärtig, dann ist es uns möglich, die wirkliche Welt zu schauen. Wenn wir nichts mehr schützen, sondern bereit sind, wirklich zu sagen, okay, wow, wenn ich wirklich ewig gegenwärtig in Gott bin, wenn ich ein Kind, eine Wirkung Gottes bin, dann will ich das erfahren. Dann will ich alles, was ich darüber gelegt habe, mein Versuch, mich hier sicher zu halten in einer Welt der Trennung des Wahnsinns, dann will ich meine Urteile, meine Kleinheit, all das will ich vergeben und erlöst sein lassen, um gegenwärtig in der Liebe zu sein, die ich bin. In dem zu sein, was wir alle miteinander teilen, in dieser Liebe sind wir eins. Und danke, danke, dass uns das gegeben ist und dass wir dass es die einzige Entscheidung ist, wann wir es da sein lassen, wann wir uns so sein lassen, wie wir wirklich sind in Gott. Wenn wir alle Ideen von Trennung, von Selbstkonzept nicht mehr für wahr halten wollen, nicht mehr schützen als eigene Schöpfung, sondern wirklich anerkennen, hey wow, es kann nur ein Irrtum sein, weil die Trennung niemals stattgefunden hat. Wir sind, wie Gott uns schuf. Und an dem sind wir erstmal glücklich hier im Traum. Da alle Angst vergangen ist und nur die Liebe da ist. Und das da sein zu lassen, wirklich bereit zu sein, zu vergeben, um zu erfahren, dass das die Wirklichkeit ist, die wir alle miteinander teilen. Danke. Alle Angst ist vergangen und nur die Liebe ist da und in dem echt alles wundervoll und alles voller Liebe.